Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder im Start seid. Im heutigen Video geht es wieder um meine latest Pickups. Let's go! So Leute, wir picken jetzt den Winner von der Carhartt-Hose. Ich habe das hier vorbereitet, ich sitze hier am PC und wir switchen mal immer rüber. So Leute, hier sind wir jetzt auf diesem YouTube Random Comment Picker. Ich habe das einfach gegoogelt. Ich habe jetzt hier schon mal den Link eingegeben und die Kommentare geladen. Wie ihr seht, sind hier 286 Kommentare. Ich vergleiche das nochmal und hier haben wir auch 286 Kommentare. So, jetzt losen wir den Gewinner aus und der Gewinner ist... Der Gewinner ist Julian223. Ich werde den Kommentar oben anpinnen. Bitte kontaktiere mich einfach und dann viel Spaß mit der Hose. Ich lasse dir gerne zukommen und alle, die nicht gewonnen haben, es kommt demnächst noch die schwarze Variante raus, die Levis. Da könnt ihr auch an dem Gewinnspiel noch ein paar Tage daran teilnehmen und ansonsten viel Spaß mit dem jetzigen Video. So Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Den Gewinner von dem Raffle habt ihr gerade gesehen, Julian223. Viel Spaß mit der Hose, kontaktiere mich einfach auf Instagram via Direct Message und dann lasse ich dir die Hose gerne zukommen. Aber keine Sorge Leute, die nächste Hose lässt nicht lange auf sich warten und ihr könnt ja wie gesagt auch noch bei der Levis Hose daran teilnehmen an einem Gewinnspiel. Die ist nämlich auch sehr, sehr nice. Ich habe mehrere Sachen bestellt. Ich zeige euch jetzt alles im Detail und es sind sehr, sehr starke Sachen dabei und wir fangen einfach mal an. So Leute, fangen wir mit der ersten Sache an. Die erste Sache, die ich bestellt habe, ist eine Buntfaltenhose, ein bisschen lockerer geschnitten. Die nennt sich auch Carrot Easy Pant und ich habe die bestellt in der Größe 31. Ich könnte auch 32 nehmen, dann sitzt hier noch ein bisschen lockerer. Ist sehr, sehr nice, muss ich sagen, vom Fitting, vom Material würde ich sagen, ist ganz okay. Darf man für den Preis blende ich hier oben auch ein oder hier, ich weiß jetzt genau, nicht genau, ich verwechsel das immer. Auf jeden Fall nicht meckern, ist sehr cool. Ich kann euch schon mal vorweg sagen, ich werde die Hose auf jeden Fall zurückschicken, weil ich sowas ähnliches schon habe, aber für diejenigen, die sowas suchen, ist das wirklich eine sehr coole Alternative. Preis-Leistung stimmt auf jeden Fall, vom Fitting her ist sie auch sehr nice. Vom Material hätte man ein bisschen noch was drauflegen können. Ist auf jeden Fall nicht schlecht oder wirkt nicht billig, aber es wirkt so ein bisschen, ja, hätte ein bisschen steifer sein können, finde ich persönlich. Ja, fit etc. sehr cool. Was ich an der Hose sehr, sehr nice finde, ist, dass man einen flexiblen Bund hat. Muss ich sagen, feiere ich bei Hosen extrem. Falls man mal so ein bisschen das Ganze ein bisschen lockerer tragen möchte, hat man nicht immer dieses ganze Gequetsche da oben, wenn man ein, zwei Kilos drauf hat. Man ist so ein bisschen flexibler halt eben. Und dementsprechend, selbst wenn man abnimmt, sitzt das Ganze dann immer noch meiner Meinung nach sehr cool. Die Buntfalten seht ihr hier oben, die sind hier eingenäht und ist auf jeden Fall eine coole Hose. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, ich werde sie zurückschicken, weil ich sowas schon habe. Aber für diejenigen, die sowas suchen, ja, Qualität müsste so ein bisschen einbußen mit rechnen, aber ansonsten sehr cool. Kommen wir zu Piece Nummer 2. Piece Nummer 2 ist ein sogenannter Kimono Cardigan. Was ist ein Kimono Cardigan? Ihr habt im Prinzip keine Knöpfe, keinen Gürtel oder keine Schlaufe um die Hüfte herum, nichts. Ist sehr, sehr clean gehalten. Materialien, und da muss ich wieder sagen, hat Zara alles richtig gemacht. Sie ist sehr, sehr gut. Gefällt mir extrem gut. Material ist, warte, ich schau mal nach. So, Material ist ein Mix aus Viskose und Polyamid und Polyester. Dadurch wirkt das Ganze echt hochwertig. Es kratzt nicht. Der Cardigan ist echt dick, also ist auch nicht wirklich dünn. Ich muss sagen, ich bin persönlich, man sagt es immer, ja, Wolle hier, Wolle da. Aber wirklich kratzfreie Wolle zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Ich gehe dann lieber auf solche Materialien, wo ich sage, hey, das kratzt nicht. Fitting, wie gesagt, muss ich sagen, ist sehr nice. Ich werde den Cardigan auch behalten, weil ich sowas in meinem Kleiderschrank einfach noch nicht habe. Ja, einfach einen guten Fit, leichte Drop-Shoulders etc. Wirklich sehr, sehr nice. Und jeder, der sowas sucht, kann ich eigentlich wärmsten empfehlen. So, dann kommen wir zum ersten Daunen-Teil des Videos. Ich habe noch mehrere Sachen am Start, da gehen wir gleich noch drauf ein, aber eine Daunenweste, auch diese hier ist von Zara und muss ich sagen, die ist wirklich meiner Meinung nach 10 von 10. Was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass diese Absteppung nicht zu klein ist. Ich mag das nicht, wenn das so wirklich kleine Teile immer sind. Von der Verarbeitung, vom Fitting, wie das Ganze sitzt, wirklich 1A.
Die ist sehr leicht, die erinnert mich sehr an meine Uniqlo-Jacke, diese Ultra-Light-Down-Jacket, die es bei Uniqlo gab letztes Jahr, die sie leider dieses Jahr nicht nochmal rausgebracht haben, beziehungsweise in einer anderen Variante, aber da gefällt die mir halt einfach nicht. Wirklich eine sehr coole Down-Weste, wer sowas sucht, und die sind gerade auch mega gut im Trend. Viele Leute tragen die, wenn die nicht komplett auf eine Down-Jacke gehen wollen, einfach eine Weste, ist eine coole Alternative. Man ist schon im Hauptbereich Körper gut gewärmt und sieht cool aus, meiner Meinung nach, gerade mit einem Hoodie drüber, und kann ich auf jeden Fall wärmsten empfehlen, und meiner Meinung nach Preis-Leistung ist voll in Ordnung. So Leute, dann kommen wir zu einer sehr, 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 sehr nicen College-Jacke, die ist von Mango Man. Ich muss sagen, das ist natürlich ein bisschen andere Stilrichtung, das Ganze hier alles ist relativ locker, das geht mehr so in diesen Casual-Bereich. Ich habe auch mal zum Vergleich meine Yves Saint Laurent YSL Teddyjacke, die ich schon ein paar Jahre habe, mitgebracht zum Vergleich. Und ich muss jetzt sagen, jetzt wo ich die beide in der Hand halte, natürlich merkt man einen Qualitätsunterschied, ob es jetzt im Innenfutter ist oder sonstiges, oder ist halt einfach eine, ich sag mal, eine fucking 1800-Euro-Jacke. Aber diese Jacke, und ich kann euch sagen, die kostet 80 Euro, kann ich jedem, der sowas sucht, wärmstens empfehlen. Sie ist wirklich 1A, kratzt nicht, hat super, wirkt super hochwertig, hat ähnliche Druckknöpfe. Gut, hier oben am Kragen hätte man ein bisschen noch was anders machen können, meiner Meinung nach. Ich mag das nicht, dass hier so ein Überstand ist, aber im Prinzip fällt das gar nicht so sehr auf. Ich muss sagen, ich werde sie behalten, weil einfach 80 Euro für so eine Jacke ist mega nice. Ich bin noch überlegen, ob ich sie in einer Größe größer hole oder ob ich die Größe behalte. Die wird sich noch so ein bisschen legen, ein bisschen setzen. Dann wird die mit Sicherheit ein bisschen besser sitzen. Aber ich muss sagen, wie sie gerade aktuell sitzt, auch schon sehr, sehr gut. Und ja, wenn ihr die Jacke in der Hand haltet, werdet ihr merken, dass die Jacke wirklich super, super cool ist. Also jeder, der sowas sucht, und wer das Ganze so ein bisschen oversized tragen möchte, geht mindestens ein bis zwei Größen hoch. Was ich an der Jacke auf jeden Fall wirklich feiere, ist, dass kein Branding drauf ist, nichts. Man hat nirgendwo irgendwie die, ja, ich sag mal, nur ansatzweise irgendein Logo oder ein Patch oder sonstiges. Wirklich halt nur hier innen drin vom Mango, dass es zu sehen ist. Aber ansonsten ist die Jacke wirklich 1A. Matte schwarze Knöpfe, super cool geschnitten, finde ich persönlich nicht zu lang geschnitten. Und jeder, der sowas sucht, kommt daran nicht vorbei. Und das ist meiner Meinung nach eine 10 von 10 Alternative zu so einer Yves Saint Laurent Teddyjacke. Wirklich 1A. So Leute, dann komme ich zu einer Bestellung, die ich auf Asus getätigt habe. Und das sind Weekday-Sachen, beziehungsweise gleich noch was anderes. Aber in dem Fall habe ich jetzt hier so eine Weekwear Sweatpants mit unten einem Bund. Also der Bund ist zugenäht. Ich muss sagen, von der Dicke her könnte ich sie mir ein bisschen dicker vorstellen, aber vom Fitting her ist sie sehr, sehr nice, sitzt sehr cool stacked auf den Sneakern und ja, eigentlich Preis-Leistung ist Bombe, muss man schon sagen, wie es ist. Allerdings für die kalten Wintertage bzw. kalten Herbsttage ist das auf jeden Fall nichts, sie ist wie gesagt sehr dünn. Fitting, Look etc. gut, aber vom Material her könnte sie ein bisschen dicker sein, gerade jetzt hier Richtung Winter. Wenn ihr sowas habt zu Hause zum Chillen oder einfach so, ich sag mal, jetzt gerade vielleicht nicht, aber wenn ihr das in einem Bar oder irgendwo, wo ihr hingeht, anzieht, auf locker, ist das wirklich eine sehr, sehr coole Alternative. Und ja, Farbe etc. wirklich sehr nice, kann ich jedem nur empfehlen. Dieses Grau meliert ist nicht zu dunkel, nicht zu gelblich, bläulich oder sonstiges. Es gibt ja immer so Abwandlungen, die da in dem Farbton mit drin sind, aber ja, wirklich kann ich wärmsten empfehlen. Dann kommen wir zu dem, ja, ich würde sagen, Favorite T-Shirt von BHP, zu dem DAO heißt er ja. Ist ein sehr cooler Kollege von mir. Ich gucke mir seine Videos sehr, sehr gerne an und hat auch einen sehr coolen Style. Und ich habe schon zwei, drei T-Shirts von Weekday, und zwar ist das ein Weekday Great T-Shirt. Ich habe das gesehen, dachte, hey, bestell's mal mit. In weiß habe ich es noch nicht. Ich habe auch diesmal wieder eine andere Größe gewählt. Ich habe jetzt in dem Fall Größe M genommen. Wie gesagt, ich bin 1,80 Meter groß, wiegt ca. 80 Kilo. Und jeder, der so ein oversizedes T-Shirt tragen möchte, auf locker, ich sag mal mit einer Jogger oder einer lockeren Hose, Anzugshose oder etc., ist auf jeden Fall mega gut mit aufgenommen. Wie gesagt, checkt auch seine Videos ab, die sind sehr nice. Da habe ich das Ganze das erste Mal gesehen. Credits gehen auf jeden Fall raus. Und jeder, der sowas sucht und sowas man noch nicht gesehen hat, checkt auf jeden Fall dieses Weekday Great T-Shirt an. Wirklich eine 1A-Empfehlung.
So Leute, dann kommen wir zu ein paar Boots. Und zwar sind das meine neuen, ja, ich würde sagen Schnürstiefel-Boots, die ich bekommen habe, und zwar von Nubik. Ja, die Schuhe habe ich zugeschickt bekommen, aber in dem Fall muss ich wirklich eine dicke Empfehlung aussprechen, weil die Schuhe wirklich 1A sind. Was ich an den Schuhen erstens mal als allererstes sehr gut finde, ist das Material. Es wirkt gar nicht steif. Ihr kennt alle diese altbekannten Doc Martens. Aber ich sag euch, wenn ihr die Schuhe anzieht und ihr habt die noch nicht eingelatscht, sind sie einfach purer Horror für eure Füße. Und hier ist das einfach genau das Gegenteil. Sie sind natürlich ein bisschen anders geschnitten, aber ich kann euch sagen, wirklich sehr, sehr, sehr nice vom Material her. Super bequem von Anfang an. Das Coole ist, ihr könnt die schnüren und wenn ihr die ausziehen wollt, müsst ihr sie nicht immer aufmachen. Ihr habt an der Seite, also innen drin, einfach einen schwarzen Reißverschluss, den ihr aufmachen könnt und könnt easy rein und raus schlüpfen. Finde ich bei Stiefeln wirklich ein extrem geiles Feature, wenn die sowas haben. Ich hasse es im Prinzip immer, wenn man quasi zu Hause reinkommt, mache ich im Prinzip eigentlich immer den hier, was man nicht machen sollte, hinten auf die Schuhe drauf treten, raus. Bei Stiefeln ist das Ganze ja ein bisschen anders. Wenn ihr keinen Reißverschluss habt, aufschnüren etc. nervt eigentlich mich persönlich im Extrem. Dementsprechend der Reißverschluss, wirklich das perfekte Feature. Sohle etc. Schuhe sind nicht so schwer. Jeder, der sowas sucht, checkt das auf jeden Fall ab. Nubik Boots, wirklich eine dicke, dicke Empfehlung. So Leute, dann kommen wir noch zu dem letzten Piece von Zara, was ich am Start habe. Und das ist hier eine Daunenjacke. Ja, was soll ich zu der Jacke sagen? Sie gefällt mir eigentlich, würde ich sagen, eine 8 von 10. Wirklich von der Farbe, vom Fitting her nice. Sie könnte für mich ein bisschen mehr cropped sein, ein bisschen kürzer geschnitten. In dem Fall habe ich hier eine Größe L. Fitting seht ihr ja die ganze Zeit im Video, sitzt auch eigentlich ganz cool, aber was mir zum Beispiel nicht gefällt, ist der schwarze Reißverschluss. Ich weiß nicht genau, aber ich finde, das hätte ich in dem gleichen Ton mehr gefeiert, wenn das Ganze so ein bisschen Ton in Ton gewesen wäre. Die Jacke ansonsten ist von dem Farbton etc. wirklich, gefällt sie mir extrem gut. Ich mag dieses matte Grau wirklich sehr. Ich weiß nicht, ob ich für mich persönlich eine Größe M noch wählen würde, eine Nummer kleiner. Müsste man mal austesten, ob ich die mal einfach bestelle und die hier zurückschicke. Wie gesagt, ich finde sie ja, auf jeden Fall ganz nice. Ein bisschen enttäuscht bin ich vom Kragen. Ich habe hier oben im linken Bereich einfach viel zu wenig Daunen eigentlich drin oder dementsprechend was drin ist. Ich kann mir nicht mal gut vorstellen, dass da wirklich Daunenfedern drin sind, sondern vielleicht ist da so ein ähnliches Material, was so den gleichen Effekt liefert. Aber ich sag mal, Preis-Leistung wirklich cool, wenn ihr euch mit dem Reißverschluss etc. arrangieren könnt, kann ich das wirklich wärmstens empfehlen. Wie gesagt, für mich auf jeden Fall eine 8 von 10. Ein paar Kleinigkeiten könnte man ändern. Vom Fit her ein bisschen kürzer, ein bisschen mehr Crop geschnitten, fände ich sie cooler. Und ja, ansonsten der Reißverschluss und ja, so ein bisschen mehr Daunen im Kragen, dass er so ein bisschen mehr bulliger steht, hätte ich auch gefeiert. Aber ansonsten wirklich eine super Jacke, die ich eigentlich euch gut ans Herzen legen kann, falls ihr sowas sucht. Ja, auf jeden Fall von Zara. So, und dann sind wir schon beim letzten Piece und hier fühlt sich der Kragen zum Beispiel ganz anders an. Und zwar ist das auch eine Puffer Jacket, diese Daunenjacke von Columbia. Die habe ich auch bei Asus bestellt und zwar ist das eine Damen-Daunenjacke. Deswegen finde ich den Fit bei dieser Jacke ein bisschen besser, weil die ein bisschen crop geschnitten ist. Sie hat gar keine Taillierung oder sowas drin. Da müsst ihr natürlich darauf achten, wenn ihr euch solche Sachen in der Damenabteilung holt. In dem Fall habe ich jetzt hier eine Größe L. Ich würde sogar jedem empfehlen, mindestens Größe XL zu nehmen, damit das Ganze noch ein bisschen bulkiger ist. Sie passt mir, auch mit dem Hoodie drunter, geht auf jeden Fall klar. Aber ja, von den Materialien, Farbe, wirklich super, super nice. Hier seht ihr auch den Reißverschluss, Ton in Ton. Wirklich, das ist das, wo so diese Details nochmal, ja, finde ich, sehr wichtig sind, dass das Ganze so ein bisschen abrundet. Natürlich habt ihr hier so ein kleines Logo drauf, Columbia. Aber ich kann euch sagen, eine dicke, dicke Empfehlung. Man sieht in keinster Art und Weise, dass es eine Damenjacke ist. Und alle, ich sag mal, ab 1,75 Meter bis 1,85 Meter würde ich ja L bzw. XL, je nach Fit, empfehlen. Wie gesagt, ihr seht das eingeblendet, wie das Ganze fittet. Ich habe da auf jeden Fall nur ein T-Shirt drunter. Wenn ihr einen Hoodie drunter zieht, geht es klar, aber eine Nummer größer würde noch ein bisschen nicer aussehen. Zumindest in den Schulterpartien, aber trotzdem eine sehr, sehr coole Jacke und ist natürlich auch ein bisschen teurer, aber in dem Fall wirkt es auch sehr, sehr hochwertig. Also die Jacke wirkt nochmal deutlich hochwertiger als die von Zara. Wobei nichts Negatives an der von Zara dran ist, aber ich sag mal, die Luft nach oben ist natürlich immer da und dementsprechend merkt man hier schon den Preisunterschied. So Leute, das waren meine Latest Pickups der Woche.
Wie gesagt, sind sehr, sehr nice Sachen am Start. Ich kann euch wärmstens ans Herz legen, die Sachen. Eigentlich bin ich von keinem der Pieces wirklich enttäuscht. Ein paar Sachen sind über Kleinigkeiten dran, die habe ich euch im Video erklärt. Aber falls ihr natürlich Interesse an den Sachen habt, die Links findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ja, lasst auf jeden Fall ein Abo da und ein Like. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal mit euch und wir sehen uns. Peace, Leute. Ciao.